Wenn ein Ideenwettbewerb über die zukünftige Nutzung eines Gebäudes entscheiden soll, dann klingt das doch zunächst ganz vernünftig und schön. So soll nun auch über ein ausgedientes Kraftwerk an der Bille entschieden werden. Das Kraftwerk am Bullerdeich in Hammerbrook, welches seit 2002 Eigentum der Vattenfall AG ist, dient jedoch schon seit über zwei Jahrzehnten Künstlerinnen und Künstlern der verschiedensten Bereiche als Arbeitsplatz. Ob und inwieweit diese Künstler nun in die zukünftigen Planungen über die Nutzung des Gebäudes eingebunden sind? Schwer zu sagen. Mein Kollege Christopher Dies hat sich darüber schlau gemacht. Im September 2010 berichteten wir bereits über das ehemalige Kraftwerk an der Bille. Die Eigentümerin Vattenfall hatte zunächst geplant, einen Teil des Kraftwerks abzureißen. Die Mieterin Stefanie Kleschies setzte sich für den Erhalt des historischen Gebäudes ein. Mit Erfolg. Das Kraftwerk wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nun sucht Vattenfall im Rahmen eines offenen Ideenwettbewerbs bis Mai 2011 nach einem Nutzungskonzept für die gesamte Anlage. Seit über zwei Jahrzehnten arbeiten Künstler verschiedener Bereiche im Kraftwerk am Bullerdeich. Diese haben sich zur Künstlerinitiative Bullerdeich zusammengeschlossen. Tanja Hemann, die seit über zwei Jahren am Bullerdeich arbeitet, setzt sich für den Verbleib der Künstler ein. Ob sie in der Planung von Vattenfall eine Rolle spielen, bleibt zunächst offen. Die eigentlichen Bedingungen sind erst so nach und nach zu uns durchgedrungen. Wir haben aber schon, bevor dieser Wettbewerb gestartet hat und es einen sogenannten Workshop mit den sich angemeldeten Interessenten gegeben hat, unsere Forderungen postuliert. Darauf hat Vattenfall sich leider, wie wir fast befürchtet haben, nicht eingelassen. Die Forderungen der Initiative sind klar. Für sie kommt nur ein Nutzungskonzept in Frage, bei dem die ansässigen Künstler berücksichtigt werden. Es gibt nicht mehr diese freien Flächen. Die Stadt ist durchgeplant. Überall sind leerstehende Büros, ja, aber eben keine bezahlbaren Atelierflächen. Auf dem 13.000 Quadratmeter großen Gelände arbeiten über 20 Künstler. Eiko Borcherding ist einer von ihnen. Das ehemalige Kraftwerk bietet den Raum, der in Hamburg zunehmend zu verschwinden scheint. Was gebraucht wird, ist Raum, wo Künstler arbeiten können. Musiker, Maler, Bildhauer, die braucht die Stadt und trotzdem werden sie ständig vertrieben und müssen unter widrigsten Bedingungen sich ständig neue Räume suchen. Die gemeinsame Initiative der Künstler und Künstlerinnen am Bullerdeich soll auch auf die Situation in ganz Hamburg aufmerksam machen. In den letzten Jahren mussten zahlreiche Ateliers weichen. Auch Helga Lang sorgt sich um den Verbleib in ihrem Atelier. Seit 14 Jahren arbeitet sie am Bullerdeich. Es bleibt offen, ob sie dies auch in Zukunft kann oder doch dem Aufwertungsdruck weichen muss. Selbstverständlich ist es durchaus existenzbedrohlich, wenn man immer wieder umziehen muss, wenn man immer wieder seine Sachen packen muss, in dieser Zeit nicht produktiv schaffen kann. Das ist ein echtes Problem. Mit dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation in Hamburg könnte der Verbleib der Künstler am Bullerdeich für die ganze Stadt Modellcharakter haben.